Ja, zunächst einmal ist es ja eine Pflichtaufgabe des Oberbürgermeisters, sich in Bürgerversammlungen der Bevölkerung einen Abriss des letzten Jahres zu geben, praktisch eine Bilanz aufzuzeigen. Das ist die allererste Aufgabe, die getätigt sein muss und auf die ich mich auch immer freue, denn ich denke, die Stadt Rosenheim hat eine gute Bilanz aufzuweisen. Es hat sich auch gezeigt an der unglaublichen Spendenbereitschaft. Also das war ja etwas, was großartig war. Wir haben ja weit über 500.000 Euro, also über eine 500.000 von den Bürgerinnen und Bürgern in ganz Rosenheim und der Umgebung bekommen. Jetzt sind es wirklich die Bürger, die ihre Aufbauarbeit für ihre Häuser leisten müssen. Da sind sie jetzt schon ziemlich allein. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass wir mit unseren Sofortgeldern und den Hilfsmaßnahmen über die ganzen Programme, die sofort aufgelegt wurden von der Staatsregierung, sehr, sehr gut helfen konnten. Wir wollen gerne dazulernen, wo wir dazulernen können, gar keine Frage, und sind auch bereit, jederzeit weiter in dieser Diskussion zu bleiben. Ich darf vielleicht zum Abschluss eine Feststellung machen. Noch niemals hat Rosenheim eine Katastrophe so stark getroffen oder Teile von Rosenheim wie im Jahr 2013. Wir hatten die letzte Dimension eines solchen Hochwassers 1899 und ich bin der festen Überzeugung, dass keiner unserer Helfer, keiner unserer Ehrenamtlichen, keiner, der Verantwortung trägt, hier einen Erfahrungsbarometer hat anlegen können, sondern das war jetzt und wir haben in einer wirklich großartigen, tätigen Hilfe von über 1700 ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfern, denke ich, in einer Woche sehr viel leisten können. Das bitte ich, dass wir das in Erinnerung behalten.